Ich fühle mich sehr verbunden mit der Elbe. Allein durch dieses, durch die Flucht über die Elbe, die uns und meine Eltern in die Freiheit geschickt hat oder gebracht hat. Also mein Name ist Evelyn Wahl. Ich bin eine geborene Launus. Ich wurde in Privelak zu Hause geboren. Hier stehen wir jetzt in Thiemesland. Und heute lebe ich im Rheinland, also in der Eifel, in der Nähe des Nürburgrings. Nein, ich wusste es nicht. Also wir haben das so nicht mitgekriegt. Es wäre auch dumm gewesen von meinen Eltern, uns das zu erzählen. Wir waren klein, unbedarft. Wir hätten uns mit Sicherheit irgendwo verplappert. Mein Bruder wusste es aber, weil er ja auch mit meinem Vater vorher gucken war, wie es Eis dann halt ist. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine Schwester wusste, aber ich glaube es nicht, dass meine Eltern uns das gesagt haben, weil das war ja viel zu gefährlich, dass wir uns irgendwo verplappern würden. Das denke ich nicht. Silvester 1969 auf 70 war der Entschluss dann endgültig gefasst, dass meine Eltern mit uns 6 Kindern und einem Hund tatsächlich das Nötigste gepackt haben und sind mit uns Kindern über die vereiste Elbe gelaufen nach Thiemesland. Mit dem Zaun selber, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich kenne das halt jetzt auch nur von Erzählungen her, von meinen Eltern. Der war ja nicht so hoch und der muss aber auch schon vorher runtergetreten gewesen sein. Und das muss auch bekannt gewesen sein, dass der schon runtergetreten war. Mein Vater hat auch vorher ausgekundschaftet, wann man gehen kann. Er war auch vorher schon auf der Elbe gewesen mit meinem Bruder und hat geguckt, wie das Eis ist. Die hatten auch dann immer einen Schlitten bei, um die Spuren nachher wieder zu verwischen, dass niemand merkte, dass jemand auf dem Eis war, weil es lag ja Schnee, Fußspuren waren zu sehen. Und dann wollte er noch ein bisschen warten, weil das Eis immer noch drückte an das Ufer. Und dann kam jemand und hat gesagt, der wusste, dass wir gehen wollten. Morgen würden die Eisbrecher kommen und dann hat mein Vater gedacht, jetzt oder nie, sonst kommen wir nicht mehr hier weg. Und dann sind sie an dem Abend mit uns in den Westen gelaufen über das Eis. Ich selber, ja wie gesagt, für mich war es war halt unheimlich hell, durch das Eis wahrscheinlich auch. Und mit dem Schnaps, ja, meine Eltern, die haben uns auf den Arm genommen und wir haben Schnaps gekriegt, dass wir ruhig waren. Wahrscheinlich zu Hause schon. Ich glaube, das war auch 2 Gläschen, glaube ich, hat mein Vater immer gesagt. Und damit wurden wir ja müde und dann haben wir noch einen Schal umgekriegt, weil es war ja auch bitterkalt in der Nacht. Und somit sind wir dann ans Eisen, dann sind die mit uns rüber. Wie gesagt, ich erinnere mich an das Helle, aber jetzt, dass ich jetzt noch Erinnerungen hätte, wie wir gelaufen wären, das weiß ich halt nicht mehr. Und als wir dann hier waren, müssen wir wohl geschlafen haben. Und Jugendliche haben uns ja entdeckt, wie wir dann hier auf dieser Seite waren. Die dann in der Silvesternacht schon schon die Böller ausprobiert hatten, wie die Jugendlichen halt so sind. Und die haben dann meine Familie oder meine Eltern und uns mit zu sich nach Hause genommen. Und da durften wir uns dann erstmal aufwärmen. Die Kinder durften dann schlafen. Die haben uns schlafen gelegt. Also wir wurden total nett und lieb aufgenommen. Und dann kamen wir dann am nächsten Tag auch schon nach Gießen, ins Aufnahmelager. Also das ging dann auch ziemlich fix. Ich weiß, dass noch ein Fernsehteam kam, aber mein Vater wollte nicht, dass das ins Fernsehen kam, weil man ja hier an der Grenze das westdeutsche Fernsehen empfangen konnte. Und er wollte es nicht, weil wir ja noch so viel Verwandtschaft hier hatten. Ich denke, meine Eltern haben, ich weiß, die Familie aufgegeben hauptsächlich, weil sonst hat die nichts hier gehalten. Es waren halt, die Geschwister sind noch hier gewesen, die Mutter meines Vaters war noch hier, von beiden Seiten Geschwister, Mutter und Vater. Aber ich glaube nicht, sonst wären die mit uns nicht rübergegangen. Wenn sie jetzt hier irgendwie nachgedacht hätten, was würden wir hier vermissen? Die haben ihre Sachen gepackt und sind gegangen. In den Westen, um uns ein ganz tolles Leben zu ermöglichen. Nie daran zu denken, ob sie es richtig gemacht haben oder nicht. Und jetzt dieser Weg, von da, wo ich geboren bin, hier rüber, das bewegt mich schon sehr emotional, muss ich sagen. Weiß es nicht, ich bin keine Worte. Ist schon bewegend.
was meine Eltern da riskiert haben für uns und für sich. Doch. Aber es ist alles gut gegangen. Es ist alles gut gegangen. Ja. Und dann waren wir hier. Und dann fing ein neues Leben an für meine Eltern. Ja. Einen großen Respekt habe ich davor.